Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde da draußen, hier zurück zu Hearts of Iron 4. Wir bilden gerade eben Truppen aus und ich möchte, dass diese Truppen schneller ausgebildet werden. Und ich habe allerdings auch schon etwas bemerkt. Ich bilde nämlich zwei Truppen zu wenig aus. Ich brauche nämlich 48 und nicht 46. Ja, und dann habe ich auch vor, meine Einheiten jetzt hier gleich in noch mehr mechanisierte Truppen umzuwandeln. Denn ich habe das Gefühl, dass die hier durchaus was bewegen könnten, wenn wir alles richtig machen. Wobei, wo wir beim Thema sind, etwas bewegen können. Ich denke, wir könnten hier auch bei diesen Mechanisierten noch ein paar weitere mit reinnehmen. Nicht LKW, sondern Mechanisierte. So. Die Truppe nochmal ein bisschen vergrößert. Und dann würde ich hier nochmal ein bisschen Anti-Air noch mit reinnehmen. Jetzt haben die nämlich hier 58 Organisationen und gelten jetzt hier als unsere Elite, die Panzer. Aber das mal nur so nebenbei. Derweil sind mir einige Dinge aufgefallen. Ich habe mal gerade immer geguckt, na, ich brauche auf jeden Fall hier noch mehr Versorgung. Die will ich jetzt hier mit reinnehmen. Und wir haben auch hier nochmal ein paar Attacken durchzuführen. Denn bei der Versorgung können wir hier einen Angriff vorbereiten. Genauso auch hier. Nämlich da wird es rot. Und da, wo es rot wird, da will ich eigentlich einen Versorgungspunkt sehen, Freunde. Das fände ich sehr, sehr geil. So, genau, genau. Diese Position habe ich gemeint. Da brauchen wir einen Versorgungspunkt. Und den werden wir jetzt hier nutzen. Wir werden auch das hier noch angreifen. Dann können wir hier direkt schon mal den ersten Versorgungsknotenpunkt hier planen. Und von hier aus rüberführen. Direkt auch auf Stufe 4 oder sowas in der Art. Und dann kann ich hier auch schon mal rüber planen. Machen wir auch schon mal direkt Stufe 4. Die Eisenbahn. Und wenn. Und dann werden wir hier wohl am allerbesten, würde ich mal sagen. Den nächsten, oder nee, vielleicht sogar hier. Vielleicht wäre sogar hier der bessere Punkt für den nächsten Versorgungspunkt. So oder so. Das wären, glaube ich, die Punkte, die aus meiner Sicht hier ganz, ganz sinnvoll wären. Ihr seid immer noch dabei, hier Sachen zu machen. Oh, hier ist die Lufthoheit auf Seite der Russen. Interessant. Wie schlimm ist sie denn? Ja, sie haben schon ein paar Flieger mehr. Also gut, das heißt, wir werden einfach auch noch mal ein paar Flieger mehr dahin bewegen. Und dann um die Lufthoheit hier kämpfen. Ich sehe es nicht ein, dass ich jetzt hier diese Lufthoheit nicht haben soll. Derweil können wir auch versuchen. Moment, ich sage jetzt mal, dass sie aufhören sollen, hier bestimmte Meere zu beackern. Halt! So, genau, du machst jetzt hier nichts mehr. Du machst jetzt hier nichts mehr. Meine Armee soll mal Flotteninvasionsunterstützung hier machen. Warum? Weil die bombardieren die dann. Wenn die hier unterwegs sind. Jetzt müssen wir einfach bloß mal gucken, ob unser Treibstoff für solche Späße ausreicht. So, sind jetzt die Flieger in der Luft? Sie reichen nicht. Boah, der Russe natürlich aber nochmal ein paar hundert mehr in der Luft. Ah, das ist ärgerlich. Also, wir machen verbesserte mechanisierte Truppen. Ah, nee, jetzt ist es ausgeglichen. Der Russe tut manchmal seine Flieger auch raus. Wir sehen, dass meine Flieger leider ein bisschen veraltet sind, ne? Das heißt aber für mich, ich könnte dem Russen hier richtig wehtun, wenn ich hier Anti-Air hier reinknalle. Natürlich nicht, wenn ich mich verklicke. Aber wenn ich hier die feststationierte Anti-Air auf Maximum reinballere, dann könnte das uns hier einen Vorteil bringen. Aber jetzt müssen wir erstmal warten, bis unsere Männer ausgebildet sind. Dann kann ich die nämlich hier aufreihen. Und dann werden wir als allererstes die hier abschneiden. Das ist mir nämlich hier gerade eben sehr, sehr wichtig. Oh, hier haben wir es auch geschafft, den nächsten Schritt zu machen. Dann pushen wir jetzt noch dahin. Oh, die verlieren hier sehr, sehr schnell an Organisationen. Enorm schnell. Ich weiß nicht, ob die das schaffen. Gut, der Feind verliert auch relativ schnell Organisation.
schick dich hier nochmal mit rein. Es geht ja nur darum, dass sie gewinnen. Jawohl. Jetzt werden wir dich hier mal aufhalten. Und dich, dass du da jetzt hier diese Lücke nicht gleich schließt. Einer muss da aber reinlaufen. Also es wäre schon ganz gut, wenn es einer tun würde. Gut, ich habe das Gefühl, das klappt. Hier wird jetzt gerade eben wieder nichts mehr produziert. Irgendwie habt ihr hier aufgehört. Hä? Wurde ich hier wieder rausgepusht? Die haben mich hier wieder rausgepusht, die Schweine. Ja, deswegen... Oh Gott, ich hasse einfach alles gerade eben. Ja, das hat jetzt uns nicht geholfen, was jetzt hier gerade passiert ist. Das hilft uns jetzt natürlich kein bisschen. Ja, verdammte Axt. Okay, wir werden es also dann doch nicht ganz an der vordersten Linie machen. Es ist zu knapp. Also hier können wir es hinmachen. Und hier können wir es hinmachen. Dann machen wir die Eisenbahnlinie jetzt dann halt einfach so dahin. Direkt auf Stufe 4. Und hier machen wir die Eisenbahnlinie auch dahin. Perfekt. Das reicht. Und du bleibst hier einfach stehen und hältst diese Position. Dann geht es nur noch darum, dass wir jetzt hier die Versorgung hinbekommen. Frankreich versenkt seine Flotte. Das klingt nicht gut. Ich bin am Überlegen, ob ich nochmal irgendwie eine weitere Armee aufstellen kann. Wir haben noch 4400 mechanisiert. Ihr seid hier eigentlich ziemlich gut aufgestellt. Aber euch werde ich hier gleich abziehen und wie gesagt jetzt hier jetzt einen fetten Cut hier setzen. Dann können wir vielleicht eine ganze Armee hier einkesseln. Das wäre so mein Lebenstraum. Ich will Treibstoffverbrauch sparen. Bei meinen Fahrzeugen. Das wäre total toll. Vor allem bei den LKWs wäre das super toll. Und immer wieder der Blick dahin, weil darum geht's. Derweil können wir nochmal ein paar weitere Sachen bauen. Wir sollten das auch tun. Vor allem, die uns Sprit bringen. Ich glaube tatsächlich, dass ich wirklich hier so rüberstoßen werde. Wird zwar ein großer Vorstoß, aber wenn wir das irgendwie schaffen können, hier zusammenzuführen... Ich muss es in der gelben Zone machen. Dann haben wir vielleicht eine realistische Chance. Weil die sind sehr, sehr angeditscht. Die haben nicht viel Versorgung. Hier oben ist es zwar noch schlimmer, aber da oben habe ich halt auch keine Versorgung. Ne? So, und ihr baut das jetzt hier schon mal. Wird dann wieder ewig dauern. Wann ist das fertig? 1945. Habe ich eigentlich schon... Ich habe mein erstes. Oh, geil. Dann mach dich mal hier rüber. Nee, warte mal, du kannst zu denen hier gehen. Hä? Du sollst die unterstützen. Jetzt unterstützt er die. Egal. Okay, wir haben jetzt die Militärpolizei. Wir wollen als nächstes modernere Flugzeuge. Ich glaube, es wird Zeit für noch modernere Flugzeuge. Wir haben nämlich Probleme beim Luftkampf. Die Befreiung von Paris. Oh. Da tut sich langsam was. Und das ist für mich gar nicht gut, dass sich da was tut. Was ist die Befreiung von Warschau? Ach so, ja, der Sowjet. Ja, der Sowjet pusht jetzt halt hier wie blöde, ne? Gleich sind meine Männer hier fertig. Wie gesagt, ich will, dass du dem hier Zeit... Ja, dem Spiel ist gerade eben einfach alles egal, was ich sage. Also gut, die gehen da rein. Die Hälfte davon gehen da rein. Es sind halt keine guten Generäle, halten wir das mal fest. Na, ich habe zwei Generäle hier, die nicht sehr, sehr geil sind. Aber die hoffentlich den Job gewachsen sind, die Positionen einfach nur zu halten, ohne dass sie angreifen müssen. Das ist einfach das, was ich hoffe, dass sie dieser Sache gewachsen sind.
So, jetzt will ich mal gucken. Das hier, das Ding hier soll zu ihm. Zuweisung aufheben. Genau, du sollst nämlich jetzt zu denen. Okay, die Truppen sind da. Wir warten ganz kurz. Ich gebe denen jetzt hier eine neue Farbe. Dass sie ganz weiß sind. Was ist das für eine Meldung? Der Iran hat kapituliert. Okay, soll mir recht sein. So, die bauen jetzt hier nämlich kurz mal erstmal ihre Versorgung auf, ihre Organisation auf. Und dann kann ich die hier schon mal von der Gruppe lösen. Und bewege sie hier rüber. Ziemlich genau darüber. Und jetzt müssen wir halt endlich mal dem Sowjet Schaden zufügen. Sonst ist es vorbei. Ja, jetzt haben wir hier ein Versorgungsproblem. Die Hälfte von euch bitte eins nach oben. Vielleicht wird es dann besser. Ja, wirklich besser wird es nicht. Also, ihr macht jetzt hier mal einen Push und ihr macht jetzt hier mal einen Push. Wir haben auch die Unterstützung von dem Eisenbahngeschütz dabei. Okay, ich glaube, ich kann mit der Geschwindigkeit jetzt hier sogar nochmal runtergehen, weil es geht jetzt sehr schnell. Die greifen jetzt hier gerade eben an. Ist mir aber egal, wir pushen jetzt hier weiter. Die Infanterie zieht nach. Ihr könnt... Moment, ihr habt jetzt das hier schon mal genommen. Ihr geht jetzt dahin und pusht da rein. Komplett neue Ausgangslage. Irgendwie fehlt mir ein Panzer. Ich weiß nicht, wo er ist. Ach, der hat 13 hier. Ja, soll mir recht sein. So, zwei Stück bleiben ja gerade immer hier stehen. Jetzt kannst du da hochfahren. Na, die Versorgungslage ist hier natürlich sehr, sehr schlecht. Aber der Plan ist es jetzt hier, diese Zange hier zu machen und die hier alle auszulöschen. Die sind irgendwie weiter vorgestoßen. Das ist nicht gut. Ein Teil von euch fährt es da rein. Ihr seid ja zum Glück sehr, sehr schnell. Die Frage ist bloß, ob ihr schneller seid als die Russen. Aber ich glaube, wir sind im Wald sehr schnell. Naja, im Wald sind wir enorm schnell. Da sind auch nochmal zwei. Die bewege ich jetzt da hoch. Ihr greift hier noch an. Die Hälfte von euch setzt jetzt hier rein. Aber die Russen versuchen jetzt hier natürlich ihr Möglichstes, wie ihr sehen könnt, aber ich glaube, wir verhindern es. Okay. Wie lange brauchen die eigentlich jetzt in diesen Wald hier rein, frage ich mich gerade. Ist ja behämmert. So, ihr macht jetzt hier nochmal einen Angriff. Ihr unterstützt das hier. Na, die Versorgungslage hier ist natürlich eine ausgewachsene Katastrophe. Das braucht man keinem erzählen. Wenn ihr da seid, geht ihr dahin. Das ist dann gleich euer nächster Push. Aber dann hätten wir hier schon mal eine ganze Menge von denen hier besiegt. Das muss der Plan sein. Das ist jetzt hier halt einfach eine Katastrophe, dass sie das hier geschafft haben. Eieieiei, wie soll ich das jetzt hier bloß verhindern mit diesen wenigen Männern? Nein, ich will das da gemacht haben. Ihr müsst jetzt hier einschließen. Mit dem wenigen, was ihr habt. So,
Also die Panzer sind jetzt hier gleich drin. Gut, endlich. Du kannst sie auch schon mal pushen, damit es hier eine breitere Frontlinie gibt. Also besser gesagt, eine breitere Trennlinie gibt. Ja, das ist wieder ein verwundet. Das ist natürlich jetzt nicht so toll, dass da einer verwundet wurde. Der Panzer greift hier noch mit an. Und du gehst auch noch damit hin. Ich sehe es jetzt nicht ein, dass die das jetzt hier verhindern. Ganz im Ernst, ich sehe das nicht ein. Boah, ist die Versorgungslage einfach nur eine lebendige Katastrophe. So, wir haben jetzt das moderne Panzerchassis. Interessiert mich aber gerade eben nur moderat. Ich brauche auf jeden Fall modernere Flugzeuge. Das habe ich gelernt. Hier haben wir auf jeden Fall die Lufthoheit. Das gefällt mir. Das hilft auch. Boah, wie lange braucht ihr, bis ihr da drin seid? Ich bin entsetzt. So, wir versuchen es jetzt hier direkt schon mal. Diese Kesselung vorzunehmen. Natürlich ist da in dem Moment wieder einer drin. Ist klar. Jetzt müssen wir den Miesling erstmal wieder besiegen. Okay, das ist geschafft. Jetzt versuchen sie hier wieder diesen Konterpush. Okay. Die Hälfte von euch greift jetzt da an. Jetzt schieben wir sie zusammen. So zumindest mein Plan. So, nächste Forschung durch. Ja, wir nehmen die Militärpolizei. Können uns für mehr Durchbruch begeistern. Wenn ihr mich fragt. Jetzt brauche ich euch hier nicht mehr. Ich kann euch jetzt eigentlich hier wegbewegen. Und jetzt schieben wir sie alle zusammen. Auch mit euch gehe ich jetzt hier weg. Ihr geht auch da hoch. Jetzt ist der klare Plan, sie zusammenzuschieben. Irgendwie. Mir egal wie. Ach so. Ich kann die Panzer nochmal. Ja. Oh, wir haben auch keinen Sprit mehr. Das ist ungünstig. Das kann natürlich auch... Oh Gott, ich hasse es so sehr, dass der Sprit hier immer wieder ausgeht. Ich mache das jetzt hier mal wieder weg. Könnte sein, dass es schon reicht? Nee. Wir können einfach keine Flotte bedienen. Keine Flotte gleichzeitig mit unseren Fahrzeugen. Das geht einfach nicht. Unsere Panzer können sich halt nicht bewegen ohne Sprit. Das ist eine Logik, mit der wir leben müssen. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich mit der Geschwindigkeit wieder auf 3 hochgehen. Genau, die bewegen sich. Ihr bewegt euch auch. Jawohl, jetzt sind wir hier drin. Und jetzt lassen wir 2 Stück hier stehen und der Rest von euch greift hier an. Können wir nur hoffen, dass wir das schaffen hier. Da sind die anderen beiden. Sehr geil. Also, sofort ran. Hä, du hast noch mal... Der hat irgendwo einen Mann verloren, der eine. LOL! Ja, hier ist einfach mal direkt meine Katastrophe passiert. Okay, ich muss hier nichts machen. Ja, hier ist direkt eine Katastrophe passiert. Hier versuchen sie jetzt wieder zu pushen. Ja, die Sowjets pushen jetzt hier wie blöde. Die pushen jetzt hier einfach wie blöde. Ich will doch mal die Infanterie noch mit rein. Einer meiner Agenten wurde gefangen genommen. No. Ja, jetzt muss ich den wieder befreien. Wo ist es denn hier? Wird vorbereitet. Genau. Loslegen, sobald bereit.
Boah, endlich. Und jetzt macht sie fertig. Boah, Heidewitzka. Gibt's ja wohl nicht. Dass ich das noch erleben darf hier. Unfassbar. So, das hier bringt noch mal ein bisschen... Oh, das ging schnell. Du gehst da hoch und dann da hoch. Du kannst hier noch mit angreifen. Du hilfst hier noch ein bisschen mit. Ich werde die Hälfte von euch jetzt direkt da reinschicken, dann kann ich hier nochmal zwei auslöschen. Na, also ich muss jetzt halt echt gucken, was ist denn da los? Irgendwas meldet hier rot? Ich weiß nicht, was es ist. Easy Kill Knopf Storm abgeschlossen. Was? Ach so, eines meiner... ja. Ein Ass ist abgeschossen worden. Das ist natürlich nicht so toll. Okay, Freunde. Wir haben jetzt hier wieder eine Kesselung geschafft. Jetzt kannst du ja die auslöschen und die unterstützt das Ganze von der Seite noch. Jetzt werden wir versuchen, die hier stückchenweise rauszunehmen. Du gehst wieder da hoch. Du gehst dahin. Die haben leider... Oh, das ist super. Es hat geklappt. Entgegen meiner Erwartungen. Entgegen meiner Erwartungen haben wir jetzt hier nochmal ein paar Kesselungen geschafft. Sehr gut. Wenn uns das jetzt hier noch ein paar Mal häufiger gelingt, dann ist ja alles gut. So, jetzt pushst du die hier noch weg. Du hilfst dir noch mit. Die sechs Panzer gehen da hin und können da rein rollen. Jetzt gehen die Panzer da hin. Wie sieht es jetzt hier mit dem Nachschub aus? Er ist immer noch nicht geil. Vor allem, weil hier alles einfach unterbrochen wurde. Oh, ich hasse einfach alles hier gerade. Okay, du musst jetzt von da hier runter. Genau. Und du musst von da nach da reinbauen. Genau. Also baut gefälligst auch. Und ich möchte, dass das schnell passiert, denn ich brauche das bald, das Zeug. Wir gehen jetzt mit der Geschwindigkeit wieder runter. Damit wir hier sauber angreifen können. Also, wir attackieren jetzt die hier und du kannst hier mitmachen von der anderen Seite. Denn obwohl wir sie gekesselt haben, sind sie sehr unangenehme Gesellen. Das möchte ich mal an der Stelle betont haben. So, da haben wir wieder gerade eben ein kleiner Volk. Bekomme ich eigentlich irgendwo Nachschub? Nein. Jetzt pushen wir da noch rein. Dann pushst du die da noch weg. Ich will die jetzt alle hier zusammenschieben. Der Plan ist es, alle zusammenzuschieben. So schnell es geht. Mhm. Ist alles vielversprechend, was jetzt hier passiert. Es sind 5, 6, 7, 8, 9. Es ist fast eine ganze Armee, die wir jetzt hier gerade eben zusammenschieben. Fast. Aber halt auch nur fast. Hier können wir auch nochmal unterstützen. Um die auszulöschen. Jetzt machen wir die hier noch nass hier. Und beenden ihre Existenz hier auch. Und ihr könnt jetzt hier direkt schon mal mithelfen. Ich habe dummerweise Panzer verloren. Ich habe ganze Panzerbataillone bei der Aktion verloren. Wegen der Versorgung nehme ich mal an. Oh Mann, ich hasse alles. Also wir müssen nochmal 5 Panzer ausbilden.
Das war nicht cool. Du machst hier noch den Infanterie-Experten, jawohl. So, Geschwindigkeit hoch. Plöpp, plöpp, plöpp. Jawohl. Oh, Halleluja. Das hat auch ihm Level-Ups hier gebracht. Ich nehme mal Tarnungsexperte, weil was Besseres kann ich dem gerade eben nicht geben. Und unserem Anführer hier. Der wird Organisator. Immerhin ist hier keine weitere Katastrophe passiert. Aber der Käse hat jetzt hier immerhin mal funktioniert. So. Dann wäre der nächste Plan, dass jetzt hier erstmal wieder herkommt. Die Männer können sich jetzt hier alle wieder dran verteilen. Dass wir jetzt hier eine neue Kesselung machen. Wir sind natürlich wieder mal in der ätzendsten Gegend überhaupt. Aber nur so macht man, ja, Armeen weg. So, wir haben jetzt noch die Gebirgsjäger. Die haben jetzt hier kein Ziel mehr. Die Frage ist, wo will ich die haben? Ich traue denen hier leider nicht über den Weg. Ich habe einfach das Gefühl, die schaffen das alleine nicht. Obwohl hier sehr, sehr viele von ihnen stehen. Aber ich habe einfach kein Vertrauen in sie. So, liebe Panzer, jetzt seht doch mal zu, dass ihr da schnell fahrt. Kann ja nicht so schwer sein. Ich bin schon bei Exportfokus. Ich gehe mal auf... Brauche ich begrenzte Exporte? Nee, brauche ich gar nicht. Ich habe sehr viel Stahl erobert, wie ich gerade eben realisiere. Muss gar nichts mehr einkaufen. Okay, Männers. Wie sieht es jetzt hier mit der Versorgung aus? Ey, kaum hast du einfach ein paar Männer auf derselben Stelle, ist die Versorgung im Eimer. Also ich schicke jetzt mal die eine Hälfte von denen da hoch. Und die andere Hälfte versucht da... Also ich versuche jetzt hier kleine Häppchen aus ihnen rauszuknabbern. So gut ich es vermag. Also du gehst dahin. Und du wirst dann erstmal hier angreifen. Sofern es die Versorgungslage zulässt. Ja, das ist das Letzte, was ich hier noch machen kann an der Stelle. Okay, das war enorm schnell. Lass einen stehen und geh da ein. Und schon sind sie drin. Wow. Dann machen wir das da. Ich lass einen stehen und dann gehen wir sofort da hin. Und dann könnt ihr danach sofort da hingehen. Yes. Nein, nicht ihr. Meine Fresse. Ich will euch benutzen, um hier anzugreifen. So, ihr räumt es hier voll weg. Einer bleibt hier stehen. Okay, es könnte sein, dass der Plan aufgeht, der verrückte welche. Wir brauchen wieder mehr Öl. Ich weiß gar nicht, wie viel Öl ich noch machen soll. Ganz im Ernst, ist es absurd. So, aber wir räumen sie weg. Das war auch nochmal hier eine halbe Armee, die wir jetzt hier vernichtet haben. Sehr gut. Okay, wir nehmen wieder die Hälfte von euch. Ihr geht da oben lang. Die andere Hälfte bleibt da unten. So, 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 so. Und ihr sammelt euch hier. Dann werden wir diese hier zusammenfalten und danach falten wir das hier. Ich hoffe, das klappt. So,
So, wir greifen jetzt hier direkt an. So, wir haben die verbesserte Maschine. Ganz im Ernst, wir gehen auf die übernächste. Auf die allermodernste direkt. Alles andere ist völlig egal. Was? Die Sowjetunion hat Frankreich den Krieg erklärt? Mein Leben hat sich gerade krass geändert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.